Kunti. At sunrise, a cry was heard. Oder das halbierte Gemälde. Vor nicht allzu langer Zeit war ich zu einem Empfang eingeladen, den Alexander Wasserow, der berühmte sowjetische Schriftsteller, in seinem Moskauer Apartment gab, das in einem vornehmen Wohnviertel dieser wunderbaren Stadt liegt. Bei meiner Ankunft in dem geräumigen Salon, der schon die Stimmen von Tolstoi, Lenin und Malevich gekannt hatte, bemerkte ich erstaunt ein großes rotes Gemälde, das an der Wand aufgehängt war. Meine Empfindungen angesichts dieser einfachen und doch unergründlichen Zeichen waren unmittelbar und sehr stark. Es war ein sanfter Abend direkt nach Winterende, eine Jahreszeit, die ich seither immer bevorzugt habe, diese fremdartige, ausgesprochene russische Saison, die nur aus Sonne, Dunst, Blau und Grün besteht. Neben mir sangen zwei junge Männer in weißen Hosen und gelben Tuniken voller Hingabe und Talent diesen schönen Zigeunergesang. Thank you.
meine Gedanken nicht von dem roten Bild losreißen, das mir einen so starken Eindruck hinterlassen hatte. Die Proportionen, die große Vielzahl an Zeichen. Ich platzierte mich direkt davor und blieb so einen Augenblick stehen. Lange genug, um langsam andere Dinge wahrzunehmen. Widersprüchliche Gefühle. Da Bassarow gerade alleine da stand, fragte ich ihn von Neugier getrieben, wo das Bild denn herkäme. Es wurde bei Ausgrabungen auf der Insel Hondo in Japan gefunden und stammt aus einer Epoche weit vor unserer Zeit. Weit vor unserer Zeit, sagte ich. Weit vor unserer Zeit? Ich erinnere mich. Natürlich erinnere ich mich. Das Bild kommt nicht von der Insel Hondo in Japan, sondern aus Ägypten. Das ist das berühmte Stimmbild. Das weltberühmte Kunstwerk, für das man sogar einen Tempel erbaut. Seine Schönheit und seine Fähigkeit, von Zeit zu Zeit einen Klang hervorzubringen, hat Gläubige und Schaulustige aller Herren Länder angezogen. Voller Interesse bat mich Bassarow, ihm alles zu erzählen, was ich über dieses Werk wusste. Die Klänge, sagte ich, die angeblich von dem Bild ausgegangen sein sollen, sind weder zahlreich noch besonders melodisch. Vor langer Zeit, immer zu Sonnenaufgang, hörte man manchmal einen flüchtigen, schrillen Ton. Das ist alles. Ein Ruf ohne Ziel, der in großen Abständen während eines relativ kurzen Zeitraums von 200 Jahren bemerkt wird. Ein Zeitraum, dem eine Stille von mehreren Jahrhunderten vorausging und folgte. Das Bild ist um 1500 vor Christus gemalt worden. Der Name des Künstlers ist heute vollständig vergessen, was verwunderlich ist. Denn das Bild hat unmittelbar nach seiner Fertigstellung sofort große Neugier und Verehrung hervorgerufen. Was die Botschaft sagen will, ist heute ebenfalls in Vergessenheit geraten und wurde in moderner Zeit nie entziffert. Meiner Meinung nach ist es möglich, dass nie jemand etwas darüber gewusst hat. Mitte des 18. Jahrhunderts bemerkte ein prominenter afrikanischer Forscher einen Unterschied zwischen den großen Zeichen im Zentrum und den kleinen Zeichen an den Rändern. Nur die großen Schriftzeichen seien wirkliche Symbole. Um 1880 entwickelte eine Gruppe chinesischer Wissenschaftler die Idee,
Es gebe eine enge Verbindung zwischen den Klängen, die das Bild hervorbringt, und den kleinen Zeichen. Im 12. Jahrhundert in Osteuropa kam Laura Subeck, dank ihres reinen poetischen Geistes, auf die Idee, die Botschaft sei in Form eines äußerst komplexen Kryptogramms eng verbunden mit einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte, die tragisch ausgegangen ist. Dabei muss ich immer an Jane Mansfield und Isadora Duncan denken, die ihren ganzen Glauben in die Liebe gesteckt und teuer, sehr teuer dafür bezahlt haben. Dem Jahr 1500 vor Christus. 27 vor Christus wurde es bei einem Erdbeben teilweise zerstört. Die obere Hälfte fiel herunter. 20 vor Christus rief das beschädigte Bild neues Interesse hervor, als es anfing, bei Sonnenaufgang einen Klang auszusenden. 19 vor Christus wurde der Klang erneut gehört. 90 nach Christus wurde die Prinzessin Asraol von Siam Zeugin des Klangs. Eine kolorierte Freske, die noch heute im Palast von Leo Hoog zu bewundern ist, zeigt die hübsche Prinzessin und ihre Gefolgschaft in dem Moment, als ein Sonnenstrahl die obere Hälfte des Gemäldes berührt. Die ganze Szene badet im Licht und die roten Lettern leuchten wie Glut. 196 nach Christus schließlich der letzte Bericht über den Klang. Was die Natur des Klanges angeht.
Die Berichte verzeichnen 39 Momente im Tagesablauf, zu denen das Geräusch gehört wurde. Zweimal vor Sonnenaufgang, 18 Mal bei Sonnenaufgang, 8 Mal weniger als eine Stunde danach, 6 Mal eine Stunde danach, 2 Mal mehr als eine Stunde danach, 3 Mal mehr als 2 Stunden danach. Die am häufigsten erwähnten Monate sind Februar und März. Ich kann versichern, dass der Klang nur direkt bei Sonnenaufgang oder in unmittelbarer zeitlicher Nähe gehört. Klangfarbe und Lautstärke variieren. Er trat in regelmäßigen Abständen auf, während eines Zeitraums, der offenbar begann, als die obere Hälfte des Bildes zerstört wurde und der mit dessen Restaurierung endete. Aber vielleicht schon vorher.